Guten Morgen miteinander, Menschenkinder. Willkommen auf Oink Enterprise TV. Wieder mal jetzt neu mit Literatur-Channel. Genau, so habe ich das genannt. Ist nicht sehr originell, ich weiß. Aber ich bin ein grosser Fan vom Literaturclub im Schweizer Fernsehen. Finde es überhaupt mitunter eine der besten Sendungen. Ich weiß aber nie, wenn sie kommt. Darum verpasse ich sie meistens. Und dachte, hey, das wollte ich auch. Jetzt mache ich auch Literatur-Channel und wir fangen an mit einer Empfehlung von einer älteren Schwester von mir, der Fratelinska. Feuer und Feuer von William Blake. Ist das nicht toll? Also, was sagen, hinten drauf steht. Wenn ihr noch fragt, warum ich die Zahnpasta habe, das liegt daran, dass ich Psychiatrie bin und da geben sie mir Medikamente. Und 95% von den Medikamenten, die man gezwungen wird zu nehmen, die erhöhen den Speicherfluss im Mund. Darum ist das jetzt so eine Herausforderung. Man muss auch viel schlucken und sehr langsam lesen und sehr gut artikulieren, was ich ja sowieso nicht so gut kann. Darum ist das für mich auch noch eine linguistische Übung, oder wie man das so nennen will. Die bislang umfangreichste Werksausgabe des großen englischen Dichter-Propheten William Blake in einer zweisprachigen Ausgabe. Dann kommt das Zitat. Thomas Eichhorn sinnvoll kommentierte Übertragung genügen höchsten Ansprüchen. Ja, sehr mehr zu. Und noch ein anderes so. Ah, das ist von Rüdiger Görner in der Neuen Zürcher Zeitung. Wow, was für eine Referenz. Keine Ahnung, ich kenne den Typ nicht, oder die Frau. Nein, ist auch ein Typ. Kennt ihr einen Görner? Nein. Jetzt hoffe ich, dass die musikalische Artikulation von Blakes Lyrik vom elektronischen, illuminierten, demokratischen Ohr der Rock-Pop-Musik Massenmedien erhört wird und einen ewigen Lyrik Standard setzen wird. Ist das nicht schon längst der Fall? Frage ich mich. Herr Allen Ginsberg. Was sind das für Leute? Wo kommen die Geld, für das sie so etwas herschreiben hängen? Das ist sicher ein jüngerer Strong. Ich finde beide klein. Naja. Also ja, jetzt hier drei Karten rein. Das erste. Das grösste. Jetzt weiß ich nicht, wo ich es rein tun habe. Darum muss ich es wieder rein tun. Also hier fangen wir jetzt an. Wow! Doppelte Karte, ist das ein Zufall? Nein, das ist kein Zufall, das ist schon dort schon das Karte drin ist. Darum. Dort, wo kein drin ist. Da. Links oder rechts? Links. In der Mitte. Das Fünfe. For he saw that life lived up and death. The ox, was ist das? Der Ochs? Seht ihr? The ox in the slaughterhouse moans. The dog at the wintry door. And he wept and he called it pity or piety. Ich weiß das nie so recht. And his tears followed down on the winds. Und das ist jetzt schön in der Ausgabe. Das ist einfach jetzt Englisch, links und rechts, Deutsch. Ist das nicht fantastisch, unglaublich. Darum lesen wir das 5 jetzt, dann verstehe ich auch noch, was ich gesagt habe. Denn er sah, das Leben gegründet war auf den Tod. Oh. Der Ochse stöhnt im Schlachthaus, der Hund vor der Wintertür. Und er weinte und nannte es Mitleid. Und seine Tränen flossen nieder auf den Wind. Auf den Winden. Den Winden. Es ist sehr poetisch. Wenn wir das Ganze durchziehen auf Deutsch. Und grundnah spaltete die tiefe Erde, verwundert, heulend, und sein mächtigen Himmel bersten wie der von Hitze ausgedörrte Grund. Dann flammte Fuson auf, zuerst gezeugt, zuletzt geboren.
all seine ewigen Söhne auf selbiger Weise, seine Töchter aus grünen Kräutern und Vieh, aus ungeheuren Würmer der Grube. Das ist im Fall nicht der Anfang, wir sind jetzt schon bei 4. In Dunkelheit verschlossen sah er sein Geschlecht und seine Seele krankte, er verfluchte. Söhne und Töchter, denn er sah, dass weder Fleisch noch Geist, denn sein, das ist improvisiert gewesen, dass weder Fleisch noch Geist sein ehernes Gesetz nur einen Augenblick erfüllen konnten. Denn er sah, das Leben gegründet war auf dem Tod. Der Ochse stöhnt im Schlachthaus, der Hund vor der Wintertür. Und er weinte und nannte es Mitleid. Und seine Tränen flossen nieder auf den Winden. Ja, ist nicht schlecht. William Blake, jetzt sehe ich mich nicht mehr, das verstört mich immer. Poetische Werke, zweisprachige Ausgaben. Das habe ich geschenkt bekommen, ich meine, ja, coole Schwester. Also schauen wir das an. I heard an angel singing when the day was springing. Mercy, pity, peace, its world release. Thus the song all day over the new moon high. Till the sun went down and high cocks locked brown. I heard a devil curse over the dead and the first. Mercy could be no more if there was nobody poor. So, und wenn ihr jetzt diese Wörter nicht verstanden habt, liegt es daran, dass ich von gewissen Wörtern keine Ahnung habe, wie man sie ausspricht auf Englisch. Aber die, die Englisch verstehen, verstehen die Wörter wahrscheinlich trotzdem. Ist das nicht toll? Wie leistungsfähig wir doch sind. Darum, warum wollen wir eigentlich immer den Fehler verhindern? Ich hörte, wie ein Engel sang, als sich der Tag zum Himmel schwang. Gnade, Mitleid, Friede, unsere Welt behüten. Überm Heu, das frisch gemäht, sang er so von früh bis spät, bis die Sonne unterging und der Schober braun erschien. Ich hörte eines Teufels Fluch über Moor und Heidebruch. Gnade könnte nicht bestehen, wenn wir keine Armut sehen. Sehen. Die Vergangenheit. Ja. Also, und auch Mitleid gäbe es nicht mehr, wenn ein jeder glücklich wäre. Tja, welche wahre Worte. Bei seinem Fluch die Sonne wich und die Himmel wölkten sich. Da sieht man also, dass Himmel im März auch immer noch Himmel ist. Ja, ist das nicht toll? Ich hätte das nicht gewusst. Niederschwoll des Regens Zorn. Das ist aber ein bisschen dramatisch. Der Regen, der schmeichelt doch in die Haut. Auf das frisch geschnittene Korn. Dann kommen Pilzli, Mann. Und die Not verfügen, Gnade, Mitleid, Frieden. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, aber so dreckige junge Fingernägel musst du wieder mal schneiden. Aber wenigstens putzen ist schon ein Anfang, oder? Jubidubidi, wollen wir das letzte oder machen oder langweilig noch? Was meint ihr? Wir haben das letzte auch noch.
etwa, es wird nicht rauskriegen. Es ist ein magisches Kärtchen. Die magischen Kärtchen kriegen nicht raus. Du bist ziemlich magisch. Was kannst du alles? Nichts. Also. Wow, das ist ein riesen Text, Mann. Unglaublich. The Red Limb Angel says on the Honor on the Tournament. The Trump. The Trump. Fuck, Mann. Der hat es schon gewusst, Mann. Verschwörungstheorie. The Trump of the Last Doom. Oh, des jüngsten Tags Posaune. Ah, Posaune ist das Bass zum Trump, oder? The Trump of the Last Doom. Es ist echt Doom. Posaune, auch nicht, oder? Es ist nicht falsch übersetzt. What you gonna blow the Iron Tube? Das ist doch Posaune, the Iron Tube, Mann. Das ist auch nicht einfach zu übersetzen. Ja, das ist ein Slang, sorry, Mann. So viel zu Literaturclub von Enterprise TV. Was soll ich sagen? Bevor es eine Werbung gibt. Muss man zuerst zahlen. Soll ich es nochmal schiessen? Komm, ich schiesse es nochmal. Ich breche mir immer voll wie gefressen. Ja, liebe Menschenkinder, es ist wieder mal ein lang geworden. Eure Aufmerksamkeit spannend liegt ja bei 35 Sekunden mittlerweile mäßig, um 2 Sekunden erhöht. Das freut mich. Weiterhin beglückt mich mit eurer Aufmerksamkeit. Ich brauche sie dringend. Ich bin Aufmerksamkeitsjunkie. Ohne Aufmerksamkeit werde ich krank. Und nachher fange ich an, Scheiße machen und nachher sperrt er mich. Also, gebt mir ab und zu auf die Schulter klopfen und sagen, hey, Krieg, das ist noch cool, was du machst. So. Egal, selbst wenn ihr gar nicht wisst, was ich mache, dann mache ich cooles Zeug. So. Mal schauen, vielleicht, wenn ich es dann schaffe, mal, wenn ich dann genug geübt habe. Also, hey, liebe Menschenkinder, bis dann.